Drama bei Thorsten ohne H. Ja, ich hab ja nichts mehr von dir gehört. Dirk versucht es jetzt noch bei einer dritten Frau. Würdest du mir noch eine Chance geben? Und ein paar Dinge, mit denen ich so auch nicht mehr gerechnet hätte. Ich hatte nach dem Scheunenfest die Tendenz zu Dani. Echt? All das und noch einiges mehr gab es im zweiten Teil vom großen Wiedersehen von Bausuchtfrau 2021, dem leider jetzt wahrscheinlich wirklich erstmal letzten Video zu dem Thema, das ich natürlich aber wieder fleißig kommentiere, parodiere und analysiere. Solltest du es noch nicht gesehen haben, empfehle ich dir an dieser Stelle übrigens nochmal dringend hier auch Video 1 zu dem Thema anzugucken, sonst versteht man, glaube ich, einfach vieles nicht. Aber wie auch immer, jetzt beim Wiedersehen ist jedenfalls endlich mal Fast Bachelor Björn aufgetaucht und der freut sich jedenfalls sehr auf seine ehemaligen Hofdamen. Also ich hoffe natürlich, dass wir uns alle freuen, wenn wir aufeinandertreffen. Auch bei den anderen Bauern ist Björn dann offenkundig durchaus beliebt, aber eine Sache irritiert die schon ein bisschen, denn die haben ihn ja wahrscheinlich das letzte Mal beim Scheunenfest gesehen und da war er noch mit 5 Frauen unterwegs. Warum bist du alleine hier? Ich hoffe, das wird sich gleich ändern. Mit Lara ist dann übrigens auch gleichzeitig die einzige Bäuerin der Staffel angereist und die freut sich auch, ihre ehemalige Hofdame Melanie wiederzusehen. Ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen und wir sind ja freundschaftlich auseinandergegangen. Naja gut, wenn freundschaftlich auch in diesem Fall wieder meint, dass man danach einfach nie wieder miteinander geredet hat, dann hat sie auf jeden Fall recht. Melanie weiß jetzt nämlich nicht so viel Positives über Lara zu sagen. Vielleicht auch, weil sie so kühl und distanziert war und so wirkliche Gespräche sind auch nicht zustande gekommen. Ja, und dann wird Melanie irgendwie noch deutlicher, weil sie hat sich während der Hofwoche nicht nur nicht in Lara verliebt. Nein, sie hat da eigentlich eher noch andere, bessere Kontakte geknüpft. Also ich habe mich falsch mit der Franziska besser verstanden, mit der Lara. Naja, aber auch Laras Zusammenfassung der Hofwoche ist, sagen wir jetzt mal, übersichtlich positiv. Und als sie sich dann wieder mal gesehen haben, waren ihre Blicke auch eher nur so mittel. Ja, war ganz nett. Allerdings, als die beiden dann zu Inka Bause kamen, gab es bei Lara wirklich große und positive Nachrichten, denn sie hat später nach der Hofwoche nochmal Post von jemandem bekommen, der sie kennenlernen wollte. Und mit der Frau läuft es offenkundig richtig gut. Seid ihr zusammen? Ja. Und sie liebt Pferde? Reitet selbst. Oh, super. Und ich bin ehrlich, ich glaube, so positiv und emotional habe ich mir Lara vorher gar nicht wirklich vorstellen können. Aber als die dann von den Zukunftsplänen mit ihrer jetzigen Beziehung spricht, da strahlt sie sogar richtig. Auch wenn das ja jetzt ganz frisch ist, ich kurz davor meine Koffer zu packen und dahin zu ziehen. Ein anderes Paar, bei dem die Liebe dann sogar schon in der Staffel angefangen hat, ist übrigens auch gerade angereist. Und ich bin ganz ehrlich, das ist für mich auch wirklich eine Überraschung. Wir haben auch Vanessa und Nils reserviert. Ja. Okay, das sind wirklich Nils und Vanessa und ja, die scheinen auch wirklich zusammen zu sein. Nils klingt sogar richtig begeistert. Ja, ich bin sehr froh, dass wir zusammen hier auf dem Fest sind. Ich habe auch meine Traumfrau gefunden. Und auch Vanessa wirkt glücklich. Allerdings klingt sie halt auch immer, wenn eine Kamera in der Nähe ist, ein bisschen so, als würde sie einen Text vorlesen. Also ich bin auch richtig glücklich und ja. Wie um uns zu beweisen, dass sie sich aber wirklich lieben, geben sie sich dann sofort auf dem Hotelzimmer einen Kuss. Und naja, das muss man natürlich auch mal sagen. Also ich freue mich schon für die beiden. Die anderen Bauern sind dann auch ziemlich verwundert, weil sie ja beim Scheunenfest noch mitbekommen hatten, dass Nils eigentlich zunächst mit einer ganz anderen Frau nach Hause gefahren ist. Aber das konnte er immerhin auch gut erklären. Ja, bei der ersten Hofwoche war die Sabrina halt da, aber ich habe für diese Dame keine Gefühle gehabt. Dann wollten die anderen auch ganz gerne nochmal von Vanessa wissen, warum sie denn eigentlich noch zu Nils gekommen ist, weil sie ja quasi nur die B-Lösung war. Und damit hat sie sich wohl auch nicht so ganz leicht gemacht. Nee, ich bin ehrlich, ich habe erstmal gesagt, dass ich eine Nacht drüber schlafen möchte, ja. Dann ist Vanessa ja aber zum Glück doch noch zu Nils gefahren und am Ende gibt es wohl wirklich ein Happy End. Nils ist ja wirklich irgendwie hin und weg. Ich hab mich auch sofort verliebt. Auch die beiden kamen dann natürlich noch zu Inka Bause und da wurde Nils sogar noch deutlicher. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich bin immer noch ehrlich verwundert. Mein Traum für die Zukunft mit Vanessa ist, dass ich schon gern heiraten würde. Allerdings gehört es da natürlich auch dazu, dass man erstmal Schritt für Schritt geht, denn momentan wurden die beiden noch ein großes Stückchen auseinander. Und da Vanessa ja noch ein eigenes Berufsleben und ich meine auch ein Kind hat, sollte man sich da natürlich geduldig zeigen. Aktuell sieht es erstmal nach einer Fernbeziehung aus, von Wochenende zu Wochenende. Ja. In der Zwischenzeit ist dann wieder ein Bauer angekommen, bei dem es in der Staffel jetzt nicht so gut gelaufen ist, der allerdings eine wirklich überraschende Neuigkeit für uns hat, nämlich der hier. Hallo Leute! Hallo. Auch von dem wollten die anderen dann natürlich erstmal wissen, wie er denn jetzt eigentlich so seine Zeit bei Bauersuchtfrau zusammenfassen würde. Ja, da muss ich ihm allerdings auch irgendwie zustimmen. Hofwoche war
anstrengend. Okay, das kann jetzt aber natürlich vieles bedeuten und deswegen wollten es die anderen auch hier ganz genau wissen. Und Olafs Antwort war schon ein bisschen gemein. Heißt, glücklich geworden. Na gut, Olaf, also wenn du mit nach Hause geschickt meinst, dass du eigentlich den Korb bekommen hast, dann kann man vielleicht drüber streiten. RTL hat das sicherheitshalber natürlich nochmal gezeigt. Bei mir ist einfach der Funke nicht übergesprungen. Allerdings, ich habe euch ja noch eine überraschende Neuigkeit versprochen und die gab es bei Olaf tatsächlich, denn am Ende gibt es bei ihm wirklich ein Happy End. Aber ich habe jemanden. Ja, das ist sehr schön. Ja. Das eigentlich Überraschende ist dann allerdings, dass es eine Frau ist, die es schon vor Bauersuchtfrau gab und mit der ging wohl schon immer so einiges. Die ich vorher schon gehabt habe. Wie vorher schon gehabt? Nein, ich habe eine Freundschaft plus gehabt und die ist fester geworden. Warte mal, also nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Olaf hatte vor Bauersuchtfrau eine Freundschaft plus, für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Und mit der ist er jetzt zusammen, aber war es vorher noch nicht. Habe ich das richtig zusammengefasst? Also du hast die Freundschaft plus vorher gefragt, ob du mitmachen darfst. Ja. Okay. Und da hat sie gesagt, ja, mach doch, mach doch. Okay, und dann hat die Teilnahme offenkundig dazu geführt, dass die beiden sich jetzt verliebt haben. So gesehen hat RTL also wieder einmal zu einer tollen Partnerschaft beigetragen. Oder so ähnlich. Also durch Bauersuchtfrau mein Glück gefunden. Sehr schön, ja. Björn, der schon seit Anfang dieser Folge auf seine zwei ehemaligen Hofdamen gewartet hat, wird dann jetzt endlich auch überrascht und die beiden freuen sich auch schon darauf, ihn zu sehen. Ja, es war das erste Mal seit der Hofwoche, dass wir eigentlich mit ihm oder ihn gesehen haben wieder live. Toll! Nicht zuletzt, weil die ja eigentlich alle die ganze Zeit behauptet haben, dass sie jetzt mega befreundet sind und ganz viele Konzerte zusammen besuchen wollen und sich offenkundig in der Zwischenzeit trotzdem kein einziges Mal gesehen haben. Aber egal, die beiden Frauen haben dann jedenfalls das gemacht, was während der Hofwoche immer schon so super geklappt hat. Sie haben nämlich nochmal bewiesen, dass sie Schnick, Schnack, Schnuck Seelenverwandte sind. Auch die drei kamen dann nochmal zu Inka und die wollte es ganz genau wissen, ob da jetzt nicht wirklich bei irgendjemandem doch mal eine Spur von Verliebtheit war. Ich bin ehrlich, diese Antwort hier von Björn hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich hatte nach dem Scheunenfest die Tendenz zu Dani. Echt? Dass es zwischen ihm und Dani dann aber trotzdem nicht geklappt hat, hatte natürlich sicherlich auch damit zu tun, dass Björn nie so richtig deutlich geworden ist. Aber das hat Dani immerhin auch ziemlich gut verstanden. Du magst jetzt eigentlich keinen verletzen und deswegen war das für mich total okay und verständlich. Und streng genommen ist Björn übrigens immer noch Single. Aber ein bisschen was getan hat sich bei ihm trotzdem. Na, wenn es auch da ein Happy End gibt, wäre das ja schon irgendwie cool. Ich habe aber inzwischen jemanden kennengelernt, das ist... Ja, könnte was werden. Die nächste ehemalige Hofdame, die dann zu Wort kam, war für mich eine ziemlich große Überraschung. Denn ich bin ehrlich, auf Anhieb wusste ich gar nicht mehr, wer das überhaupt ist. Ich freue mich tatsächlich auch, den Mike wiederzusehen, dass man vielleicht einfach nochmal zusammen sprechen kann. Und falls es dir jetzt genauso gehen solltest und du ganz nebenbei auch noch denkst, wer zum Teufel ist eigentlich Mike? Das war der Bauer mit den Würsten, der es interessanterweise schon beim Scheunenfest geschafft hat, seiner einzigen Frau einen Korb zu geben. Und das so emotional, dass mir damals fast die Tränen gekommen wären. Sag's mir jetzt kurz, bevor es dann losgeht. Ja. Nee, doch nicht. Doch nicht. Trotzdem ist Sandra aber tatsächlich angereist und das finde ich auch irgendwie cool und mittlerweile kann sie das Ganze auch einigermaßen locker sehen, auch wenn es am Anfang vermutlich nicht ganz so leicht war. Die erste Woche ging es mir nicht so gut, aber mittlerweile stehe ich drüber, ich kann drüber lachen. Nils und Vanessa haben währenddessen das Hotelzimmer, in dem sie vermutlich schreckliche Dinge getan haben, dann verlassen und auch Nils alte Hofdame Sabrina ist übrigens da, für die Vanessa auch einiges an Empathie aufbringt. Wenn ich mich jetzt in Sabrinas Lage versetzen müsste, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Genau, und deswegen gehen Nils und sie auch offensiv auf Sabrina zu, um ihr ein bisschen was von der Trauer zu nehmen, indem sie ihr quasi nochmal ganz offen zeigen, was sie nicht bekommen hat. Das ist ja nett. Toll, Alter. Sabrina hat aber, und das meine ich ausdrücklich ohne Ironie, wirklich eine Menge Charakter und sie nimmt das auch wirklich durchaus als was Positives zwischen den beiden. Definitiv zwei Daumen nach oben. Freut mich, dass ihr euch gefunden habt. Auch unser Lieblingsfreund Thorsten ohne Haar wie Hunde ist übrigens auf dem Fest und wird von Andrea mal gefragt, ob er eigentlich noch Kontakt zu seiner Hofdame hat. Und ich bin ehrlich, so eine Antwort hat mich dann auch eher negativ überrascht. Seid ihr noch in Kontakt?
Nein. Komisch, weil eigentlich sah das ja noch so aus, als wollten die beiden es nochmal zusammen versuchen. Und dann wurde es sogar noch ein bisschen dramatisch, weil Thorsten hat nochmal erzählt, wie mit ihm Schluss gemacht wurde. So ein bisschen beendet worden per SMS, so ein bisschen zu schnell für mich eigentlich. Karin war aber natürlich auch da und die hat, was Thorsten angeht, ein ganz anderes Bild im Kopf. Die dachte nämlich noch, dass er sich auf sie freut. Ja, ich denke, dass Thorsten gut auf mich reagiert. Wir sind im Guten auseinandergegangen. Na gut, geht so. Und Thorsten wollte vor allen Dingen jetzt erstmal wissen, warum sie denn jetzt eigentlich nicht mehr mit ihm geredet hat. Ihre Begründung kann man dann allerdings auch sehr gut verstehen. Ja, ich hab ja nichts mehr von dir gehört. Aha, denn offenkundig war es so, dass Karin durchaus noch versucht hat, Kontakt zu halten. Aber das ist bei Thorsten wohl gar nicht so einfach. Er hat halt auch ziemlich große Finger. Gut, schreiben, WhatsApp kann er nicht. Gibt es sich auch keine Mühe. Na gut, Karin, das kann man ja aber irgendwie verstehen. Ihr seid ja auch schon ein bisschen älter. Es gibt ja auch noch andere Kommunikationsmöglichkeiten. Wie sieht's denn damit aus? Telefonisch war auch schwer zu erreichen. Okay, auch das wollte natürlich Inka im persönlichen Gespräch mit den beiden noch mal genauer wissen. Hat aber noch mal die schönsten Szenen zwischen den beiden gezeigt. Und die bestanden ja im Wesentlichen eigentlich immer nur aus einem Problem. Thorsten liebt nämlich alles auf der Welt, außer Hunde. So, und das kann er ja nicht ab. Girl, so ist fein. Abfluch. Nee, Abfluch nicht. Dieser Konflikt war aber wohl nicht das Einzige, was sie an der Hofwoche doch ziemlich gestört hat. Denn so richtig viel Engagement hat Thorsten generell nicht gezeigt. Im Grunde hast du auch gar nichts mit uns gemacht. Er hat doch nochmal darauf hingewiesen, dass er ja nun mal Bauer ist und mit seinen Bullen auch eine Menge zu tun hat. Das hat Karin allerdings auch nicht durchgehen lassen. Die werden gefüttert, die werden gemistet und dann ist eigentlich die Arbeit getan. An der Stelle hätte ich dann sogar mit einem kleinen Wutausbruch von Thorsten gerechnet. Der kam allerdings nicht. Stattdessen ist er lieber noch ein bisschen auf dem Hundethema rum. Geritten. Wow, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr ihn das beschäftigt. Dass sie dann auch mit den Hunden in einem Bett schläft und so, ist von vornherein ein No-Go für mich. Und okay, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich kann natürlich verstehen, wenn man damit ein Problem hat. Karins nächstes Argument stimmt aber halt auch einfach. Da ist Thorsten dann nämlich auch nichts mehr drauf eingefallen. Dann hättest du mich nicht einladen dürfen, weil das hätte immer zwischen uns gestanden. Immerhin, das muss man Thorsten auch lassen, hat er dann aus der ganzen Sache auch was gelernt. Ist jetzt nur eigentlich auch nicht die ganz große Neuigkeit, finde ich. Mit Hunde kommen würde ich nicht wieder machen. Das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Trotzdem hat Thorsten allerdings für die Zukunft die Hoffnung auch nicht aufgegeben. Und das finde ich auch wiederum sehr schön. Vielleicht findet er ja irgendwann noch mal eine Frau. Ohne Hund natürlich. Ja, ich lebe nicht gerne alleine. Ich möchte gerne echt zusammenleben. Dirk, der ja in meinem letzten Video es jetzt nochmal kräftig bei den ersten zwei Frauen verkackt hat, hat sich ja in der Zwischenzeit übrigens mit Elisabeth nochmal die dritte eingeladen, die er damals auf der Hofwoche abserviert hat. Und bei der möchte er jetzt alles besser machen. Mir tut das schon echt aufrichtig leid, wie das alles gelaufen ist. Wow, eine echte Entschuldigung. Und dann hat Dirk sogar auch noch probiert, ein Kompliment zu machen. War jetzt aber wieder nur so mittelgut. Du hast mir als Frau von Anfang an irgendwie am besten zugesagt. Alter, Dirk, ich weiß, du hast es versucht, aber Komplimente sind natürlich schön und man darf auch mal ein äußerliches Kompliment machen, aber noch viel wichtiger ist doch der Charakter. Also sag doch bitte mal darüber irgendwas. Also du hast ja echt eine Hammerfigur, ne? Und du bist auch bildschön. Toll. Aber das Einzige, was Dirk immerhin richtig gut kann, ist der einigermaßen verzweifelte Dackelblick. Mal gucken, ob er auch funktioniert. Würdest du mir noch eine Chance geben? Ja, dann würde ich heute nicht stehen. Toll. So richtig begeistert wirkt Elisabeth dann allerdings trotzdem nicht. Aber naja, vielleicht wird's ja was. Für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir jetzt weiter in Kontakt bleiben. Und dann guckt man halt. Und was sagen eigentlich Dirks andere Hoffrauen dazu, die ja auch auf der Party sind und das Ganze mitbekommen? Naja, die sind, sagen wir mal, ein ganz kleines bisschen hämisch. Alle guten Dinge sind drei. Probieren wir noch die letzte aus. Mit Peter und Kerstin kam dann übrigens noch ein Paar zu Inka, das ja sowas wie das Traumpaar 2021 ist. Und die blicken natürlich sehr positiv auf ihre Bauersuchtfrauzeit zurück. Ja, es war brutal schön die Zeit. Und Peter machte nochmal deutlich, dass er das Ganze wirklich, wirklich ernst meint und auch schon ziemlich große Zukunftspläne hat. Für unsere Zukunft wünsche ich, dass es hoffentlich für die Ewigkeit ist und natürlich dann eine gemeinsame Familie. Allerdings sind die beiden ja auch erst 3 Monate zusammen und man muss ja einige Sachen vielleicht auch nicht unbedingt zu schnell machen. Ein bisschen Vorsicht finde ich auch durchaus ziemlich vernünftig. Dass wir jetzt gleich sagen, jetzt Ende des Jahres, heuer schon, ziehen wir zusammen, ist, glaube ich, der Schritt zu groß noch. Damit waren eigentlich alle Paare abgehandelt, aber trotzdem war die Sendung noch nicht ganz vorbei, denn danach gibt es auch immer noch eine kleine Party. Und da wollte Inka insbesondere von Matze und Eileen noch mal wissen, wie es denn jetzt so aussieht. Von der Gefühlslage her bin ich so hin und her gerissen.
Das klingt doch schon mal ganz gut. Und Aline und Matze haben dann wohl offenkundig noch ein bisschen ohne Kamera miteinander geredet. Und ihre Stimmung wurde immer positiver und positiver. Nach dem Gespräch von heute würde ich sagen, das ist nicht mehr komplett abgehakt. Auch Matze wurde noch mal gefragt. Und der fand dann sogar noch deutlich positivere Worte. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie du das siehst, aber bei den beiden würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass die noch mal zusammenfinden. Also ich würde es auf jeden Fall noch mal probieren wollen. Einfach, wo ich sie heute wieder gesehen habe nach so langer Zeit. Der einzige Bauer, der ja in diesem Jahr irgendwie komplett leer ausgegangen ist, obwohl er das natürlich auch selbst zu verantworten hatte, ist ja dann übrigens Wurst-Mike. Und der durfte noch mal einen Aufruf starten. Also ich bin der Mike, bin 41 Jahre alt und suche noch die Frau fürs Leben. Genau, also wenn du auch noch mal gerne im Hotel mit den Worten dann halt nicht abserviert werden möchtest, dann kannst du dich ja gerne noch mal bei RTL melden. Und Inka hat sich dann in der Zwischenzeit noch mal um so eine Geschichte gekümmert, die auch noch nicht ganz abgehakt ist. Denn Enno wollte sich gerne noch mal bei Kim entschuldigen. Weil ich ja gegenüber Kim, glaube ich, nicht so die feine Art gezeigt habe. Ja, denn um das noch mal deutlich zu machen, Kim dachte eigentlich nach der Hofwoche wirklich, dass das zwischen den beiden was werden kann. Aber Enno erklärte dann noch mal, warum er das nicht mehr so gesehen hat. Ich habe dann gemerkt, dass irgendwie ja, das nötige Quäntchen fehlt. Na gut, Enno, das kann ich zwar nachvollziehen, aber dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man das der Gegenseite quasi klar macht. Und da hat Kim noch mal erzählt, dass er das jetzt vielleicht nicht so gut gemacht hat. Das war eigentlich ein 2-Minuten-Gespräch. Echt? Ja. Allerdings konnten die beiden sich dann schließlich wenigstens noch mal ins Gesicht gucken und wollten auch noch mal einiges klären. Und das dann zwar leider ohne Kamera, aber okay, kann man in dem Falle, glaube ich, auch verstehen. Das ist eigentlich schon wichtig, dass wir heute noch mal miteinander reden, einfach fürs Gewissen. Danach hat Inka dann abschließend noch mal bei Dirk vorbeigeschaut und tatsächlich hatte er es immerhin in den 10 Minuten noch nicht geschafft, Elisabeth gleich wieder loszuwerden. Im Gegenteil, er hat ganz doll positive Dinge erzählt. Ich denke mal, hier entsteht wohl irgendwas, weiß ich nicht. Hier entsteht was? Ja. Diesen extremen Optimismus, den wollte Elisabeth allerdings erstmal nicht teilen. Und sollte sie dann im Nachhinein auch nur eine einzige Folge dieser Bauer sucht Frau Staffel im Fernsehen gesehen haben, dann sollte sie vielleicht lieber laufen. Sagen wir, gehen das erstmal langsam an und dann gucken wir mal, was es sich für eine Richtung entwickelt. Um ganz sicher zu gehen, dass Dirk aber was gelernt hat, hat Inka ihm dann noch eine ganz, ganz wichtige Frage gestellt und er hat sogar die richtige Antwort gegeben. Vielleicht wird ja doch noch was aus ihm. Und über was unterhältst du dich mit Elisabeth nicht? Über andere Frauen. Ja! Oh, und dann hat auch diese Staffel wieder genauso aufgehört wie die letzte auch schon, nämlich damit, dass Inka Bause nochmal gesungen hat. Und oh mein Gott, ich glaube, mehr Autotune geht auch nicht. Okay, und auch wenn ich es jedem von euch eigentlich nur empfehlen kann, den Ton mal ganz kurz runterzudrehen, die nächste Szene muss ich euch trotzdem nochmal zeigen. Und du achte mal insbesondere bitte auf das begeisterte Gesicht von Sabrina im Hintergrund im zweiten Teil. Okay, aber das war's denn jetzt tatsächlich auch schon wieder mit dieser Staffel von Bauer sucht Frau 2021. Sollte es um die Weihnachtszeit rum noch so eine Wiedersehenssendung geben, dann wird's das hier natürlich auch noch auf meinem Kanal geben. Und bis dahin habe ich auf jeden Fall aber heute noch mal einen coolen Geschenktipp für dich. Und zwar diese personalisierbaren und sehr schönen Schlüsselanhänger hier. Die sind übrigens von der deutschen Firma Lisa und ich, die auch noch alle möglichen anderen personalisierbaren Sachen herstellt. Und optimal für Geschenke kommt das Ganze dann auch noch in so einem kleinen Samtbeutelchen daher. Auch die Shopseite findest du heute natürlich wieder als erster Link in der Videobeschreibung. Gut, aber da musst du jetzt eigentlich sowieso wieder draufklicken, denn sonst musst du jetzt Inka Bauses ganzes Album hören.